Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde des Indie-Spiels, zu einem neuen Let's Play mit eurem Lieblingsmetzel. Wir spielen A Story About My Uncle, wie man ja unschwer groß erkennen kann. Das Spiel kommt von dem jungen Entwicklerstudio Gone North Games aus Schweden. Ja, es ist eigentlich ein Jump'n'Run-Spiel aus der im Ego-Shooter-Variante, also quasi ein, wir haben diese Jungs beschrieben, ein Non-Violent Ego-Shooter, in dem man sich einfach auf der Suche nach seinem Onkel begibt, quasi. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, wir wollen das Spiel ja schließlich spielen. Zu den Entwicklern sei noch kurz gesagt, Gone North Games, wie gesagt, ein junges Studio, wurde aus 9 Studenten gegründet, die einfach alle eine Leidenschaft teilen, nämlich Spiele. Und mit A Story About My Uncle haben sie jetzt auf Steam ihr erstes Spiel veröffentlicht. Und das werden wir uns mal zu Gemüte führen. Ich schlage vor, wir fangen einfach ein neues Spiel an. Und wir hören mal, um was es bei A Story About My Uncle eigentlich geht. Es sei von vornherein gesagt, es ist komplett auf Englisch das Spiel. Ich werde mir nicht die Mühe machen, den Text komplett zu übersetzen. Ich werde nur immer wieder mal eine kurze Zusammenfassung geben. Also, wer kein Englisch kann, muss halt warten, bis ich meine Erklärung gebe. Dem Rest viel Spaß. Ja. Ich habe schon mal ein bisschen angespielt, deshalb ignorieren wir das Ganze einfach und legen los. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. So, da sind wir auch schon direkt drin. Benutze WSAD, um dich zu bewegen. Wir spielen also quasi die Geschichte, die wir jetzt unserer Tochter erzählen. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. An Mara. Ja, ich habe mich für ein Abenteuer ins Haus verlassen. Also, wir spielen jetzt quasi die Geschichte, die wir unserer Tochter erzählen. Wir sind jetzt der junge Vater, wir wissen ja noch nicht, wie er heißt. Und wir sind jetzt im Haus des Onkels Fred. Schauen uns mal ein bisschen um. Ja, also leuchtende Gegenstände heißt immer, man kann etwas benutzen. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Ja, ist schon gut rumgekommen, der Onkel, muss man schon sagen. Ich schaue es mal ein bisschen um. Hier, eine Propanflasche steht einfach so rum. Schweißerbrillen, Zangen. Also das ganze Spiel ist auf der Unreal Engine gemacht. Sieht eigentlich doch recht nett aus. Also, sag mal, es gibt Besseres, aber man kann es nicht unbedingt in die Tonne treten. Was haben wir hier? Frederiks fantastische... Nee. Des fantastischen Frederiks Disposal System. Und das FFDS. Sweet name. Okay. Nett. Also der scheint... Also unser Onkel ist ein... noch eine Propanflasche. Unser Onkel ist ein Abenteurer und auch ein Wissenschaftler anscheinend. Where does it all go? Guck mal hier. Draußen schneit es und wir sind bei dem Regen, bei dem Schnee hier reingedackelt. Ah, da. Da ist sowas. I had visited Uncle Fred's house countless of times. But in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Okay. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. Grappling hood, also Greifhaken. Okay.
Kann man noch wirklich greifen, können wir noch nichts, aber es. Unser Onkel scheint das extra für uns angefertigt zu haben. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Ja. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Ja, und wenn da schon steht, ziehe den Hebel, um zu starten, dann werden wir das natürlich auch mal tun. Uh-oh. Okay, starting, initializing, pet. Wir suchen ein Ziel. Ziel gefunden. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Hallo? Mama? Mami? Oh! Gut, da hat's uns in die Sterne gejagt. Oh, oh nein, 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 nein! Okay. What the I landed fuck? With a crash, but thanks to the suit, I wasn't hurt. Okay, der I had no idea where the pad had taken me. Oh, but back then, I didn't care so much about where I was going or how I would get home. Das ist, also, er hat ja eben gesagt, das würde es halt eher als, als Abschlussrampe quasi für Schrott zählen. Wenn ich das jetzt angucke. Boah, 23 oder 46. So viel haben wir jetzt nicht. Was hat er denn als Chips? Instant-Nudeln. Aber sieht das mal geil aus? Oder was? Shift, um zu rennen. Machen wir das mal. Okay. Unser Fortschritt wurde gespeichert. Ein Autoreifen. Okay, unser Onkel hat anscheinend alles Mögliche hier hingeschossen. The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Okay. Entweder haben wir hier geringere Schwerkraft oder der Anzug hilft uns auch höher zu springen. Sehr schön. Guck mal hier die Schmetterlinge, die noch so ein bisschen. Okay. Die Schmetterlinge, die hier rumfliegen. Nett, nett. Sieht definitiv aus. Also ich habe das Spiel nur kurz angetestet. Ich habe es mir nicht vollständig gespielt. Aber muss sagen, ich bin bis jetzt recht begeistert. Ich bin ein Fan von so Indie-Spielen. Das ist immer wieder was anderes. So, mit der rechten Maustaste den Anzug aufladen und mit einem Power-Jump loslassen. Bing! Cool. Bing. I was sure that someone had been here before me. Ja, sonst wird someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Okay, aha. Den Anzug aufladen und während im Laufen einfach loslassen, um einen Powersprung zu machen. Attacke. Wuhu! Ah! Puh, beinahe daneben gesprungen. Okay. Okay, das war ein Seismograph oder sowas in der Art. Komm runter! Wie gesagt, es ist hier ein Jump'n'Run aus der Ego-Perspektive, so kann man es wahrscheinlich am besten erklären. Eieiei. Aber, muss ich sagen, nett, nett. Also, ganz nett sieht's aus. Da hinten geht's, glaube ich, weiter. Wir schauen dann erstmal hier hin. Also, Respekt den Jungs. Für einen Satz Studenten. Also, keine Abwägenheit gegen Studenten. Ich hab nichts gegen die Brüder. Aber sehr, 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 sehr schick. Eine schöne Atmosphäre in diesem Spiel. Ah, oh, guck mal hier. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite, where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him, because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter,
Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food and cold canned goulash as well. Yeah. Grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. Ja, als kleiner Junge findet man das alles toll. Ja, komm. So. Eine Atmosphäre hier. Aber was die Symbole bedeuten, das check ich schon nicht so ganz. Genau wie so ein Riesensymbol. Ach du Heiliger. Oh, das war schön. Ah! Verdammt! Ach. Zum Glück kommen wir beim letzten Speicherpunkt wieder raus. Na komm. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Boah, sieht doch ganz schick aus. Also mit der Grafik können wir definitiv nicht meckern. Wie gesagt, es gibt, mag zwar Besseres geben, aber es gibt auch definitiv wesentlich Schlechteres. Also die Grafik kann sich sehen lassen. Yippie! Komm. Jawohl. Also der Anzug beschützt mich. Vorm Fall. Das ist da oben das Symbol. Was haben wir hier? The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. So, ziele und halte die linke Maustaste gedrückt, um mich selbst vorwärts zu ziehen. Wow, cool. Wah! Ach, und da lasse ich jetzt auch so eine Rune. Ah, also sind die Runen hier da, wo mein Onkel sich mal festgehalten hat. Was steht hier jetzt? Das Ding wird aufleuchten, wenn ich etwas in Reichweite habe. Also, hier ist jetzt nichts. Jetzt habe ich. Nichts habe ich. Okay, dann halten wir uns mal fest. Da oben. Bing. Gucken, kann ich mich nochmal... Nee, ich kann mich nur einmal festhalten. Momentan zumindest noch. Sprung. Gst. Grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Ist hier noch irgendwas? Nee. Also wir scheinen doch unserem Onkel jetzt auf der Spur zu sein. Wenn ich die linke Maus das loslasse, fliege ich vorwärts. Schauen wir mal. Wuhu! Yeah! Weitsprung! Ha, jetzt bin ich der King im Turnen! Oh, jetzt wird's gemein. Jetzt muss ich timen. Jetzt. Juhi! Da-da-da! Da unten ist doch irgendwas, oder? Ich kann mal Gas geben. Juhi! Ah, noch so ein Schreiberling-Gerät. Sprung und ranziehen. Das macht echt Laune. Das ist geil. Bing. Bing. Combining Power, Jump and Grab to reach higher places. Ja, also so. Und so. Definitiv ein... Einfach funktionierendes. So, das Ganze jetzt wieder mit Anlauf. Also quasi das, was wir eben schon gemacht haben. The Adventure Suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. Ah, wow. Oh, ich dachte, jetzt fliege ich runter. So, geht's jetzt weiter? Da drüben? Da drüben vielleicht? Scheint so. Schauen wir mal. Gib Gummi. Yippie! Also es macht... Es macht Spaß, das Spiel, muss ich sagen. Ich bin gerade ein bisschen... geflasht von dem Ganzen, darum schwätze ich nicht so viel, wie man es sonst vielleicht von mir gewohnt ist, von mir alten Laberbacke. Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, so ein, ich sag mal, Jump'n'Run. Aber für diejenigen, die sowas mögen, komm. Die werden definitiv wahrscheinlich ihren Spaß dran haben. Das sei mal gar nicht in Frage gestellt.